Digga, warte mal. Es hat wieder irgend so ein Reporter angerufen, der will Pressekarten. Gib mir seine Nummer, ich kümmere mich drum. Ja. Was ist mit dir passiert? In Waldbrand geraten? Sowas in der Art. Unten angebrannt, oben angefressen. Das sieht ja fast so aus, als hätte unsere kleine Rebecca den tollen Survival-Trip besser überstanden als du. Sie hat sich jedenfalls ganz gut gehalten. Wusste ich's doch. Als sie sich den Fuß umgeknickt, dann musste ich sie den ganzen Weg bis zum Auto schleppen. Oh, die zarte Gräfin in deinen starken Armen, das hat dir bestimmt gefallen. Ja, das hat ihr sogar so gut gefallen, dass sie den Tag noch vom Kamin ausklingen lassen wollte. Ach, und das hat natürlich Mr. Mucho Macho sofort ausgenutzt. Ach, oder ist sie jetzt vielleicht plötzlich uninteressant, weil du sie jetzt schon hattest? Nein, ich hatte nichts mit ihr. Sie hat dich schon wieder abblitzen lassen? Diese Frau wird mir immer sympathischer. Sie hat mich auch nicht abblitzen lassen. Hätte ich ja nur so machen müssen. Aha. Und warum hast du es nicht? Es wäre doch zu einfach gewesen. Das ist nicht mein Stil. Du kennst mich doch. Ja, klar, sicher. Du wirst mir jetzt sofort sagen, was passiert ist, sonst frage ich Rebecca. Ich bin eingeschlafen. Was? Ich bin eingeschlafen. Du liegst mit Rebecca vorm Kamin und schläfst ein. Sauber. Und? Hat sie dir am nächsten Morgen auch noch das Frühstück ans Bett gebracht? Nein, aber als sie mich morgens vom Acker machen wollte, da bin ich in die gräfliche Frühstücksrunde geplatzt. Ja, das fand sie auch sehr amüsant. Ach, komisch. Hey, wenn du das irgendjemandem erzählst, dann bringe ich dich um. Es reicht schon, dass ich mich vor Rebecca zum Deppen gemacht habe. Hast du was vergessen oder willst du noch mal eine Runde strippen? Also, wenn es dir recht ist, bleibe ich angezogen. Danke, Christian. Ich habe auch jemand anderes erwartet. Ach so. Rebecca hat für dich gestrippt? Ui. Wie war's? Nett. Nett? Ja, sehr nett. Ah, und du bist wach geblieben? Was willst du hier? Den Kellerschlüssel. Ja und? Seid ihr jetzt ein Paar? Nein, wir haben so eine Art Liaison. Das nennt man heutzutage so. Ach so. Das sieht sie auch so. Ja, da haben wir drüber gesprochen, keine Sorge. Dir ist schon klar, dass Frauen nie das sagen, was sie denken. Ach, das sagt dir der richtige Frauenversteher. Mein Bruder, der mit einem Mann zusammen ist und seine Ex-Freundin nach Goa verschickt hat. Gregor, mach doch, was du willst. Mhm. Mhm. Ey, wie kommst du auf die Idee, dass sie sich eventuell Hoffnung auf mehr macht? Und das war ein gut gezielter Körpertreffer, den Grossmann da platziert hat. Und wieder trifft Grossmann hart mit der rechten und setzt gleich nach. Los, hau noch die Fresse! Der 25-Jährige fällt immer wieder durch seine schnelle Beinarbeit auf und seine punktgenauen Treffer. Was geht denn bei dir ab? Boxen? Seit 3 Jahren. Na, rat mal. Fabian, ist doch klar. Selbst der Brandner hat Verständnis für mich. Aber Fabian? Da. Nix da. Noch ein Blöde. Das sieht nicht gut aus für Grossmann. Das wäre es meine Schuld, dass er Stress mit seiner Family hat. Grossmann zeigt die bessere Taktik. Ich bin sehr gespannt auf die Punktevergabe. Und der hat erneut gesessen. Ich frage, ob sich Hauk so über den Rest der Runde das retten kann. Hallo, Fabian. Ja, klar. Okay, bis später. Er will mich sehen. Ich soll zu ihm kommen. Ist für dich. Du, danke, ich hatte vormkampf.de.